Am Schnitt fängt es an. Ist der tief genug oder nicht so? Doch, der sieht super aus. Super. Also so beginnt das ganze Spiel. Jetzt schiebe ich dir das mal rüber und du impfst das jetzt. Ja, ich mache jetzt eigentlich das, was die Natur auch selbst macht, wenn so ein Stamm draußen verletzt ist oder der Blitz einschlägt zum Beispiel. Ja. Dann dringen ja die Sporen aus der Luft genau da ein. Und das kann ich jetzt ganz gut machen, indem ich jetzt hier so eine Brut habe. Und da ist jetzt der Pilz drin, das Pilzmyzel. Das ist unser Shiitake, den wir vorhin gesehen haben, nicht wahr? Genau, und das bringe ich jetzt hier richtig schön ein. Das heißt auch richtig schön in die Lücken ein. Ja. Da habe ich auch noch so ein Hölzchen. Da kann ich das noch richtig schön hier so in die Ecken machen, damit da keine Luft irgendwo ist. Mhm. Und dann mache ich das hier so schön voll. Und Shiitake mag Eiche, nehme ich jetzt mal ganz stark an. Weil die Shiitake mag Eiche, der mag aber auch andere Sorten. Plus Eiche ist ein Hartholz, da habe ich länger was davon. Ja. Dauert natürlich auch länger. Und hier verschließen wir das Ganze, damit jetzt nicht irgendwelche Tiere das rausfressen. Und auch hier drunter der Pilz schon schön wachsen kann und schönes Klima hat. Okay, wie lange braucht der? Also ich meine, wir sehen ja hier schon zwei andere Stellen, die schon ein bisschen so eingetrübt sind. Also wie lange braucht der da? Und also damit jetzt der Pilz richtig schön so in das Holz reinwächst, man kann da mehrere Schnittstellen machen, man kann auch mit Dübeln, das ist vollkommen egal, was machen. Das dauert schon eine Weile, das muss optimal sein. Das heißt, ich muss für den Pilz die besten Bedingungen schaffen. Ja. Das machen wir in Gewächshäusern und da bringen wir den jetzt einfach mal rein. Okay. Ja. Das heißt, der braucht jetzt eine Ruhephase? Ja, der braucht eine gewisse Zeit, wo er sich ausbreiten kann. Okay. Und dann legen wir den hier rein. Genau. Und hier? Hier schlummern dann noch andere. Das ist ja eine Schatzkiste, kann man fast schon sagen, ein bisschen, nicht? Ja. Und hier sieht man im Grunde auch schon, dass der Pilz kommt. Ich habe ein Messer. Ja, genau. Wir können das auch mal zeigen. Also wenn dann hier diese Einwachsphasen so weit sind, dass man sagen kann, okay, der Pilz ist jetzt hier drin, dann bilden sich manchmal sogar schon Fruchtkörper und der Pilz grenzt sich so ein bisschen ab, das ist dieses Braune. Mhm. Und wo man das auch sehen kann, es kommt dann zum Beispiel manchmal hier hinten an den Schnittstellen auch raus, das Myzel, das sieht man dann. Mhm. Und wenn ich jetzt hier unter diese Rinde mal so drunter gucke, dann sieht man hier, wie der Pilz sich hier, sieht man dann schon bis hierhin gewachsen ist. Ja. Was braucht ihr an Pflege? Also Feuchtigkeit, Temperatur? Ja, ich meine, wir sind hier in so einem Foliengewächshaus, sage ich mal. Ja, das ist genau das Geheimnis oder das Komplizierte daran. Nicht dieses Impfen, was du gerade gesehen hast, das ist ja wirklich einfach. Und hier drin aber die optimalen Bedingungen zu schaffen für den Pilz, das ist wirklich schwer. Mhm. Das bedeutet, wir müssen hier abschattieren, wir müssen hier drin beregnen. Mhm. Es darf nicht zu feucht sein, es darf nicht zu trocken sein. Das Holz darf nicht zu alt sein, die Rinde sollte noch dran sein, es darf nicht zu jung sein. Also das ist wirklich schon was, das dauert circa ein Jahr, bis sie dann fertig sind, auch dann Pilze rauskommen und dann die Stämme auch abgegeben werden. Klingt jetzt ein bisschen nach Diva, wenn ich das bei mir im Garten haben würde. Muss ich an viel denken? Ist das irgendwie da jetzt? Muss man wirklich schon an viel denken. Okay. Das ist meistens auch das, was wir dann dem Kunden abnehmen. Das Denken? Na, genau, also dieses ihr informiert zu betreuen. Die quasi, ihr informiert die im Grunde, was man machen muss? Ja, nein, wir haben eigentlich für den Kunden genau das gemacht, dass das betreut ist und der erntefähige Stamm an den Kunden geht. Und der braucht noch was ganz Besonderes, glaube ich, damit er nämlich einfach ja, so wächst. Einfach ist es nicht, Fruchtkörper zu bilden. Ja. Das heißt, da müssen wir zum Beispiel diesen Shiitake noch tauchen und wecken. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Anja, Wasser gehört dazu. Hier wird der Stamm getaucht. Wie lange braucht ihr ungefähr in so einem Becken? Ein, zwei Tage ungefähr lässt man den dann im Wasser. Ja. Egal wo, Hauptsache Wasser. Das ist die Hauptnahrung mit für den Pilz. Ja. Das ist das Tauchen und ich würde jetzt das Wecken übernehmen. Mhm. Das heißt, wir lassen den Stamm einfach vibrieren. Entweder schlagen wir ihn oder wir lassen ihn so aufstauchen hier, damit dieses Holz richtig vibriert. Und das ist dann schon so dieser Moment, wo der Pilz geweckt wird. Okay, der Impuls, ich muss jetzt loslegen und muss Fruchtkörper bilden. Genau. Woher kommt das? Also ist das natürlich oder geht im Wald ja auch kein Förster mit einem Hammer durch die Gegend und klopft auf Holz? Ja, aber das ist eigentlich ein Pilz, der in Asien heimisch ist. Und dort, wenn da richtig Monsunstürme und Regen ist, dann saugt sich der auch voll und dann bricht oben mal so ein Ast ab. Dann fällt der runter, vibriert und dann weiß eigentlich der Pilz schon, ich muss mich vermehren, ich habe kein Futter mehr. Eine andere Theorie zum Beispiel ist, dass das Pilzmyzel richtig zerreißt und dadurch eben genau das ausgelöst wird. Ja, also ganz natürlich. Das klingt jetzt wirklich von ganz der Natur natürlich abgeschaut. Wir können den hier mal lagern und sehen dann ganz gut schon am Nachbarstamm. So geht es dann weiter. So geht es dann weiter und dann nach 10, 14 Tagen sprießen dann überall die Pilze raus. Kleine, große, dicke.
20, 30 Fruchtkörper am Stamm, auch mal nur 10 oder 5, vollkommen egal. Wie viel Gramm oder Kilo sind das? Kann man das irgendwie grob sagen? Ja, so im Jahr ungefähr bis zu 1000 Gramm, über 2, 3 Wellen.